Hallo und herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Wir wollen heute mal schauen, was in Liebesdingen auf dich zukommt. Ich lasse den Seelenpartnervertrag, also den Zwillingsseelenvertrag, heute mal bewusst außer Acht und schau mir einfach mal an, wie es energetisch in der Liebe weitergeht. Bedenke bitte, es ist ein allgemeines Orakel. Kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Und wir gucken uns mal an, wie denn so die Energien sein werden für die nächsten ein, zwei Tage. In puncto Liebe. Oh, das Universum wird hier für Gerechtigkeit sorgen wollen. Wir sind gerade in einer Phase, wo wir uns von viel altem Karma befreien können. Und dadurch, dass die energetischen Schwingungen, die geomagnetischen Felder, ne, dass die Frequenz immer weiter angehoben wird, ja, sind wir ebenfalls halt eben in diesen Aufstiegsprozessen. Es kann für einige sein, dass sich jemand aus der Vergangenheit meldet, jemand, mit dem du, boah, schon Ewigkeiten nichts mehr zu tun hattest, oder aber dass du einen Menschen ganz neu kennenlernst, ein Mensch, der ja mit dem ein Neuanfang möglich ist, könnte sich hier um einen Stier, um einen Steinbock oder eine Jungfrau handeln, oder dieser Mensch hat diese Sternzeichen in seiner Chart stehen, und das wird was sein, was sich hier mächtig schnell vorwärts bewegt. Und ich habe so den Eindruck, du hast noch nicht mal unbedingt das Ganze auf dem Schirm. Vielleicht ist es auch jemand, wo du schon lange an der Partnerschaft gearbeitet hast, wo du den Eindruck aber hast, das wird sich nicht verändern. Da ist immer wichtig, auf die Gedanken zu achten, denn jede Manifestation kann durch Negativgedanken im Grunde direkt wieder platt gemacht werden. Und ich kenne mein Liebeskollektiv und weiß, wie schnell da wieder Zweifel in das Köpfchen hüpfen. Ich habe den Eindruck, das Universum möchte jetzt hier das Füllhorn über dich ausschütten, und in den nächsten ein, zwei Tagen können sich wunderbare Dinge ereignen. Und wie ich das schon sagte, das wird ein Mensch sein, wo du nicht rechnest, dass es jetzt hier auf die Art und Weise vorwärts geht, wo du nicht damit rechnest. Was haben wir denn noch? Hoffnung und Glück. Ja, das sagt mir einfach, die lang gehegte Hoffnung, die du da in dir hattest, die wird sich erfüllen, und das wird so sein, dass du morgen, übermorgen wahnsinnige Glücksmomente erleben kannst. Und ja, ich sehe das so ein bisschen so, als würde ja der Mund fast offen bleiben, weil das einfach unglaublich ist, was dir da widerfahren ist. Wir gucken gleich genauer. Ich gucke halt jetzt erstmal mit den Überschriften, was das Universum denn so zu dir sagen möchte. Du hast genug bittere Pillen geschluckt. Es war in der letzten Zeit hart genug und es lief auch nicht alles so, wie du dir das erwünscht oder erträumt hättest. Aber jetzt findet der Wandel statt, und er wird auch dich erreichen. Das ist praktisch die Belohnung für deine harte Arbeit und aber vor allen Dingen auch für die Belohnung dafür, dass du im Glauben geblieben bist, dem Universum vertraut hast. Dir sicher warst, dass die Dinge zur richtigen Zeit geschehen. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt meine Zapunzelchen und lege mal ein neues Kärtchen auf den Tisch, um einfach mal zu gucken, was ist denn jetzt gebacken hier in puncto Liebe. Ja, das soll wohl reichen. Zeit der Masken geht zu Ende. Es kann sein, dass jetzt, wenn du diese Legung guckst, du ein bisschen erschöpft bist, müde bist, vielleicht nicht so ganz den Elan hast, den du von dir kennst.
hast auch nicht unbedingt mehr so unbedingt die, ne, Kreativität oder die Geistesblitze, die du lange gebraucht hast, um auf diesen Menschen, der dir da vielleicht schon im Kopf ist, zuzugehen. Es hat dich alles angestrengt, es hat dich alles erschöpft und du hast dich jetzt gerade in den Rückzug bewegt, um die Perspektive mal zu wechseln, vor allen Dingen, um mal durchzuatmen. Trotzdem weißt du, dass du mit diesen Menschen eine tiefe Verbundenheit hast, sehr tiefe Gefühle da existieren, aber du stehst jetzt gerade an einem Punkt, da hast du auf diesen ganzen Stress keinen Bock mehr, hast dich gerade ein bisschen verkleidet und bist im Widerstand, du willst gar nicht mehr unbedingt. Das ist alles viel zu anstrengend und du redest dir diese Verbindung gerade eher schlecht. Ich nehme es als ein bisschen Selbstschutz wahr, aber auch das braucht der Mensch vielleicht hin und wieder. Diese Durststrecke, die war notwendig, damit der Mensch, von dem ich da erzähle, seine Familiengeschichte sich nochmal anschauen konnte und sich hinterfragen konnte, warum er immer wieder in Liebesdingen in den Widerstand gegangen ist, warum er immer wieder Masken getragen hat. Aber genau dieser Widerstand, der wird aufgehoben und hier kommt ein Wunder auf dich zu. Und eine Überraschung, was womit du wirklich nicht rechnest. Es kommt eine Einladung auf dich zu und du wirst mit diesem Menschen gemeinsame Pläne schmieden. Und ja, die Erntezeichen liegt auch noch unten drunter. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das ist ja mal voll eine Legung nach meinem Geschmack. Und ich hoffe, dass möglichst viele dabei sind, auf die dann diese Legung passt. Aber so ist das mit allgemeinen Legungen, ne? Da kann ich halt leider Gottes nicht alle mit ins Boot holen, die Engel der Liebe. Was sagen die denn noch zu dieser Geschichte? In Bälde, entscheide klar, was du willst, damit es auch zu dir kommen kann. Ich glaube, ich kann das Orakel schon fast beenden, weil im Grunde ist ja alles gesagt, was wir wissen müssen. Ein Heilstein noch, der dich unterstützt. Bei deiner Manifestation beispielsweise, da haben wir den Türkis, ist ein Schutzstein für die Schützen und wir haben den Apophyllit. Es geht um den spirituellen Weg. Deine wahren Überzeugungen werden dir klarer und immer klarer, was dich dazu veranlasst, die notwendigen Änderungen in deinem Leben vorzunehmen. Und du bist gerade verstärkt unterstützt, auch von der geistigen Welt. Dank deiner positiven Einstellung und Bereitschaft zu empfangen, bietet sich dir eine Vielzahl von Gelegenheiten. Wie schön. Bekommen wir noch eine Zusatzbotschaft? Vielleicht was die Sternzeichen angeht, die besonders angesprochen sind. Ich rede von den nächsten ein, zwei Tagen. Das mag für einige so sein. Das Universum sagt in etwa einem halben Jahr. Also, ne, das kann sich jetzt so diese Energie für manche noch ein bisschen länger erstrecken. Aber es soll auf jeden Fall geschehen. Haben wir irgendwelche Zahlen, die noch hilfreich sind? Da steht auf der Karte, im Sommer soll es geschehen. Ich sehe aber hauptsächlich die Sonnenblumen. Und das war eigentlich immer der September, wo ich meine, dass die besonders gern verkauft wurden. Wir haben die 61er-Jahrgänge, die 67er, die 69er. Wir haben Lebensalter 61. Und 67 oder 69. Ich muss mal eben gucken. Jahrgang 96 springt mich auch noch an. Ein Sonntag scheint hier von Bedeutung und die Schützen haben wir ebenfalls im Gepäck. Suche Freude, bleibe beweglich, geh nach innen und entwickle eine Vision. Genieße die Zeit und finde neuen Sinn. Ich lasse es mal so stehen, ihr Lieben. Die 77 als Engelszahl. Und bedanke mich jetzt hier an der Stelle für deine Zeit. Lass es dir gut gehen. Bleib mir gesund. Lass dein Herz offen. Und wir hören uns gerne wieder, wenn du möchtest. Bis dahin.